Hallo Freunde des feinen Whisky-Genusses, hier ist wieder Ansgar, euer Whisky-Wikinger und heute mit dem bereits angekündigten Video zur Verkostung des Glenfiddich 12 Jahre. Was soll ich zum Glenfiddich 12 Jahre sagen? Ich glaube, das ist ein Single Malt, der bei Whisky-Enthusiasten nur noch ganz selten mal getrunken wird, obwohl ich der Meinung bin, so war es zumindest bei mir und bei vielen Leuten, die ich persönlich kenne und mich über dieses Thema mit ihnen schon unterhalten habe, einer der Anstiegsmalls war. Bei mir, wie gesagt, war er es auch. Der erste richtig gute Single Malt, der mir gut gefallen hat. Zusammen, wie schon so oft gesagt, Glengoyne 12, Glenlivet 12, Glenmorangie 10. Ne? Hat doch der Glenfiddich bei mir einen besonderen Platz im Herzen. Design hat sich über die Jahre immer mal wieder geändert. Ja, diese dreieckigen Tuben sind sie, glaube ich, aber treu geblieben. Irgendwann kann ich mich so dunkel daran erinnern, dass die Tube mal aus Metall war. Abgefüllt mit 40 Volumenprozent. Gefärbt, Glenfiddich färbt. Ich glaube, alle bis auf den 30-Jährigen sind bei Glenfiddich gefärbt. Ich würde mich dabei gerne berichtigen. Und die meisten sind auch mit 40 Volumenprozent plus abgefüllt. Was ich schade finde. Was kann man noch zu Glenfiddich sagen? Unabhängige Brennerei, die größte, soweit ich weiß, mit über 10 Millionen Liter Produktionsvolumen im Jahr. Der meistverkaufte Single Malt weltweit. Und das, was man Glenfiddich eben halt wirklich anrechnen muss, auch wenn viele dieses Millionenprodukt Glenfiddich 12 ablehnen, ist einfach die Tatsache, in den 70ern, als der Whisky-Boom der Blend-Industrie so ein bisschen nachgelassen hat, war Glenfiddich mit die ersten, die auf das Pferd Single Malt gesetzt haben und den Single Malt nach vorne geprescht haben. Sonst wäre er, glaube ich, nicht da, wo der Single Malt heute steht. Ja, und das kann man durchaus Glenfiddich und auch Glenfiddich 12 mit anrechnen. Und daher, wie gesagt, neben den positiven Gefühlen, die ich einfach für diese Flasche habe, aus der Nostalgie heraus, hat der Glenfiddich 12 immer bei mir einen besonderen Platz im Herzen. Damals, als ich anfing mit Whisky, lag der Ausgabepreis in der Flasche im Supermarkt um die 20, 21, 22 Euro. Zu Weihnachten oder Festtage oder sowas war mal im Angebot für unter 20 Euro und das war immer eine Summe, die ich mir als Student oder eben halt von meinen kleinen Gagen als Künstler immer leisten konnte. Na, wenn ich mal einen besonderen Tropfen trinken wollte. Ja, aber wie gesagt, persönlich schon ewig keinen Glenfiddich mehr im Glas gehabt, bis ich einfach ja jetzt dieses Jahr zu Weihnachten diese Flasche mal wieder geschenkt bekommen habe und mir gesagt habe, tolles Teil, probierst du, nimmst du mit. Na? Letztes Mal habe ich ja den Glen Turner 12 Jahre probiert und vorgestellt. Video verlinke ich euch in der Infobox. Und hat mich einfach interessiert, die das Video geschaut haben, wenn es wissen, wie der Glen Turner im Vergleich zum Glenfiddich 12 steht. Ja, beide haben ein selbes Alter, selbe Alkoholstärke, beide sind gefärbt, beide sind kühl gefiltriert. Über die Fassauswahl beim Glen Turner weiß ich nicht, aber ich denke, die wird ähnlich sein wie beim Glenfiddich. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe. Der Glenfiddich ist ein Weting aus Ex-Bourbon-Fässern und einen gewissen Anteil an Sherry-Fässern. Ja, würde mich einfach interessieren. Aber der Vergleich kommt nachher erst, einfach wirklich mal nur für mich, beziehungsweise auch für euch, um zu gucken, wie stehen die zueinander. Ne? Konkret geht es heute wirklich um den Glenfiddich 12. Er durfte schon ein bisschen atmen bei mir im Glas und dann gucken wir mal. Ne? Ja, ein weicher, runder Duft steigt gleich in die Nase auf. Süß, fruchtig, hellfruchtig. Ich habe hier frische Äpfel, eine leichte Vanillenote. Der Alkohol super eingebunden, 40 Volumenprozent merkt man nicht. Keine Ecken, keine Kanten, weich und geschmeidig präsentiert er sich hier in der Nase. Durchaus angenehm und gar nicht mal langweilig.
die meine Videos kennen und mich schon ein bisschen länger auf dem Kanal verfolgen, wissen ja, dass ich zwischendurch mal ganz gerne wirklich Einstiegsmalls probiere, mit denen ich früher auch angefangen habe. Einfach um einen zu erden, ne? Um wirklich die guten Tropfen auch wertschätzen zu können, das, was sie besonders machen. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass solche wie zum Beispiel der Clan für dich 12 oder Bulwini Doublewood, dass das schlechte Whiskys sind, mit Sicherheit nicht. Die sind halt bloß massenkompatibel, aber das muss nicht schlecht sein. Ganzen Roses fand ich auch gut. Auch wenn das viele gehört haben, die mit Metal und Rock nichts am Hut haben. Ebenso die frühen Bon Jovi, also. Ja. Ja, also wie gesagt, angenehme, runde, elegante Nase, Vanille, frische, grüne Früchte, geschmeidig, Honig, süß, fruchtig. Und das war es allerdings auch schon. Wie in der Nase präsentiert sich dieser Whisky auch am Gaumen. Weich, rund, harmonisch, nichts eckt an. Die Vanille schiebt ordentlich nach vorne. Die grünen Früchte sind auch da. Jetzt im Abgang kommt eine leichte Eichenwürze. Ja, die 12 Jahre kann er nicht verstecken. Will er auch nicht. Aber wie gesagt, nichts Störendes. Ja, die Eichenwürze geht so ein bisschen in Richtung Schokolade, so Zartbitterschokolade. Jetzt kommt so eine leichte Bitterkeit, die ein bisschen unangenehm ist. Also definitiv ein Single Malt, der einen Neueinsteiger nicht überfordert und der einen vielleicht behutsam zu diesem außergewöhnlichen Getränk Scotch Single Malt hinleiten kann. Also für mich immer noch harmonisch, immer noch trinkenswert. Auch wenn es jetzt kein Überflieger ist, weiß Gott nicht, das ist auch nicht wahnsinnig komplex. Ja, die Aromen, die da sind, sind sehr offensichtlich, sehr präsent. Man muss sie jetzt nicht suchen. Die leichte Bitterkeit, die ich beim ersten und zweiten Schluck hatte, ist jetzt beim dritten nahezu komplett verschwunden. Ja, was bleibt, ist wirklich so eine Süße und Vanille. Ist vielleicht ein Zeichen, diese Bitterkeit bei diesem wirklich Millionenprodukt. Ich weiß nicht, wie viele Flaschen davon jährlich verkauft werden, aber ich denke, das geht schon in die Millionenrichtung. Dass die Fässer jetzt nicht unbedingt erste Wahl sind. Aber trotz alledem, in der heutigen Zeit kostet der einen Ausgabepreis zwischen 25 und 30 Euro. Damit reiht er sich ein in eine ganze Riege an Red Single Malls, aber hat seine Daseinsberechtigung. Ich finde ihn immer noch gut, also definitiv. Und jetzt kommen wir mal zum Glen Turner. Da hatte ich ja die Erfahrung gemacht, dass er sich nach dem Eingießen nochmal ein bisschen ändert. Frisch eingegossen hat er ja eine sehr schwere, ja durchaus schwere Sherry-Note, die sich dann aber in der Zeit so ein bisschen aufhält und in Richtung helle, frische Früchte wandelt. So. Da habe ich leider den Glenfiddich schon ausgetrunken und muss einen kleinen Schuss noch nachgeben. Weil sonst fällt es mit dem Verkosten bzw. mit dem Vergleich ja schwer, ne? So. Genau.
nicht verwechseln, der Glenfiddich ist ein Glengoyne-Glas. Oder Glenturner. Also der Glenfiddich wirkt frischer in der Nase und heller. Der Glenturner 12 Jahre wirkt im Glas schwerer. Und definitiv sherry-lastiger. Gesetzter, dunkler. Ja, spannend. Also das ist ein Unterschied, der ohne den direkten Vergleich wahrscheinlich gar nicht auffallen würde. Die ähneln sich schon, aber im direkten Vergleich muss ich sagen, ist der Glenturner wirklich dunkler, gesetzter und schwerer in der Nase. Jo. Geschmack. Ja. Wirkt er für mich, denke ich, jetzt auch dunkler, kräftiger, sherry betonter. Weniger fruchtig, weniger süß als der Glenfiddich. Und die Eiche wirkt würziger, nicht so bitter. Normalerweise müsste ich einen Schluck Wasser trinken. Ja. Also der Glenfiddich definitiv. Helle, frischer, auch am Gaumen. Und die Eichennote ist bitter. Beim Glenturner geht die tatsächlich mehr in Richtung Würze, beim Glenfiddich mehr in Richtung Bitterkeit. Der Glenfiddich hat mehr Vanille. Also beide Whiskys sind von der Aromenanzahl, sag ich mal, sehr gleichwertig. Beide bedienen, denke ich mal, dasselbe Aromenspektrum. Ja, so ein bisschen Vanille, Fruchtsüße, ja, bisschen Eichenwürze. Also ich mag diese Eichenwürze und ich stehe auch auf dieses leicht Schwere. Und der schwerere von Glenturner. Drum, unabhängig jetzt vom Preis, würde ich geschmacklich tatsächlich zum Glenturner hintendieren. Ja, preislich ist der Glenturner sowieso ein Ticken günstiger. Ja, wie gesagt, für den habe ich 22 Euro bezahlt. Für den waren es, glaube 27 Euro. Aber unabhängig jetzt vom Preis her, weil in dem Preissegment machen 5 Euro jetzt nicht so den Kohlfett, tendiere ich geschmacklich doch so einen Glenturner. Na, von der Nase her gefällt mir der Glenfiddich besser. Da hat er einfach, ja, präsentiert er sich mehr. Ne? Da hatte ich bei der Verkostung letzte Woche ja auch schon angemerkt,
wenn man den Glenturner schon getrunken hat, ne, so ein, zwei Schucke genommen, ne, kommt in der Nase recht wenig an. Und das habe ich bei einem Glenfiddich nicht. Der Glenfiddich ist in der Nase auch beim zweiten, dritten Schluck immer noch sehr präsent. Der Glenturner verliert da. Aber am Gaumen, muss ich echt sagen, ist der Glenturner für mich ein Ticken besser. Nee, fand ich spannend. Ich hoffe, ihr auch. Aber wie gesagt, heute geht es ja nicht um den Glenturner. Heute geht es ganz klar um den Glenfiddich. Und ich kann euch nur ans Herz legen, solche Abfüllungen, mit denen ihr praktisch angefangen habt, mit denen ihr groß geworden seid, gebt ihnen immer wieder eine Chance. Probiert die über die Jahre immer mal wieder. Na? Das ist echt nicht schlechtes, kein schlechtes Produkt, was da präsentiert wird für uns. Na? Auch wenn, sag ich mal, der Schrank mit anderen Tropfen voll steht, aber ich würde immer wieder mal zum Glenfiddich 12 greifen. Na, wenn ich jetzt so die Range mir angucke bei Glenfiddich, die Malt Master Edition, da war eine Sherry-Vollreifung, glaube ich, ohne Altersangabe, was in Batches abgefüllt wird oder in Vintages, ist ein toller Single Malt. Definitiv den 18er, den liebe ich. Ne? Ebenso den 15er, wenn es den im Angebot gibt, ne? Vor Weihnachten oder so für unter 40 Euro, ne? 35 Euro um den Schnitt, kaufe ich mir den auch immer. Auch der Solera von Glenfiddich ist ein guter Single Malt. Definitiv. Ne? Der einzige bis jetzt, der mich von Glenfiddich so ein bisschen enttäuscht hat, das war der Reserve Cask aus dem Reisehandel. War so eine blaue Tube. Wie gesagt, die Glenfiddich Playlist blende ich euch nachher ein. Aus dem Reisehandel mit einem Rotwein-Finish, ich glaube Ryoya-Fässer oder irgendwie kalifornischer Rotwein. Ich glaube kalifornischer Rotwein. Den hatte ich Ostern vor 2 Jahren mit dem Schmied verkostet gehabt. Den hat er mir mitgebracht von der Fähre als Geschenk. Musste ich nicht suchen. den fand ich enttäuschend. Da waren wirklich ausgelutschte Fässer, die versucht wurden, durch den Rotwein so ein bisschen aufzupimpen. Da kam nichts. Na? Und den standen die 40% auch sehr schlecht. Na, da war bis jetzt der erste oder einzige Glenfiddich, der mich wirklich enttäuscht hat. Alle anderen, French Oak, glaube ich, mit 14 Jahren, das waren alles Tropfen, die mich jetzt nicht schwer begeistert haben, aber die mich auch nicht enttäuscht haben. Wo ich immer wieder sagen würde, kaufst du dir nach, na, wenn es mal passt oder du Lust drauf hast. Na, und ja, kurzes Statement. So ein Glenfiddich 12. Schreibt mir in den Kommentaren rein, wie ihr zu dem Thematik steht. Gerade eben halt auch zu euren ersten Einstiegs-Single Malts. Ja, würde mich brennend interessieren. In diesem Sinne, euer Ansgar, euer Whisky-Wikinger. Ciao.